SCP-2519 Klassifizierung Sicher. Beschreibung: SCP-2519 ist eine digitale Audiodatei namens Babylon, in welcher der dreiteilige Ringkanon By the Waters of Babylon enkodiert wurde. Es wurde von Philip Hayes 1738 bis 1797 komponiert und basiert auf dem Text von Psalm 137. Audioanalysen zeigten, dass die aufgenommene Musik von einer kleinen, zylinderförmigen Spieluhr abgespielt wird. Elektronische Geräte, die die Datei abspielen, oder mechanische Systeme, die einer Wiedergabe des Audios ausgesetzt sind, sind einem oder mehreren der folgenden Effekte ausgesetzt: Verringerung der Geschwindigkeit und Effizienz der Ausführung, Verlust von Öl und anderen Flüssigkeiten, Beendigung der Funktionalität. Diese erstrecken sich über den Zeitraum der Aussetzung und es ist bekannt, dass sie sich in späteren Intervallen wiederholen. Es wurden keinerlei Effekte von SCP-2519 auf jegliche lebende Organismen beobachtet. Wenn es die Fähigkeiten des ausgesetzten Geräts erlauben, hat SCP-2519 die folgenden zusätzlichen Effekte: Duplizierung und automatische Verbreitung von SCP-2519 auf andere Geräte in jedem erreichbaren Netzwerk. Das Generieren weiterer Daten, welche aus neuen Musikzeilen, bezeichnet als SCP-2519-1, mit Harmonien bestehen, welche auf dem ursprünglichen Ringkanon basieren. Diese werden zu SCP-2519s Datei hinzugefügt. Obwohl diese Effekte für gewisse Arten von Malware typisch sind, beinhaltet SCP-2519s Datei keinerlei Code oder Daten, die zu diesen Resultaten führen würden. Die Existenz von SCP-2519 wurde von der Foundation durch die Überwachung von Kommunikationen im Darknet entdeckt, in denen es um einen Virus ging, welcher in einer ansonsten normalen MP3-Datei enkodiert wurde. Infolge der Isolation der ursprünglichen Datei wurden auch 6.997 weitere Instanzen von SCP-2519-1 identifiziert und eingedämmt. Ausgewählte Testprotokolle werden weiter unten dargelegt. Sicherheitsmaßnahmen: Eine Instanz von SCP-2519 muss auf einem USB-Stick in einem Standardschließfach für elektronische Geräte in Standort 15 aufbewahrt werden. Mobile Task Force Kappa 10, Skynet, soll Webcrawler einrichten, um die Verbreitung von SCP-2519-Dateien festzustellen. Zudem ist es ihre Aufgabe, bekannte künstliche Intelligenzen auf Anzeichen einer Infektion durch SCP-2519 zu untersuchen. Weitere Tests mit SCP-2519 müssen vom Direktor von Standort 15 genehmigt werden und in einer schall- und luftdichten Testkammer mit faradayscher Abschirmung stattfinden. Test SCP-2519-09, 14.11.2016. Subjekt: gewöhnlicher Testcomputer der Foundation, welcher luftgepolstert und mit Lautsprechern ausgestattet ist. Prozedur: SCP-2519 wurde auf den Testcomputer geladen und laut abgespielt. Ergebnisse: Erster Test, der das Abspielen des Audios von SCP-2519 beinhaltet. Eine SCP-2519-1-Instanz generiert. 30%iger Abfall der Verarbeitungsgeschwindigkeit innerhalb des Testcomputers, übereinstimmend mit vorhergehenden Tests. Überwachungskamera in der Testkammer hat Aufnahmen während des Experiments eingestellt und nach Beendigung des Tests spontan ihre Funktionen wieder aufgenommen. Wiederholung des Tests erbrachte Beweise, dass das Ausgesetztsein von SCP-2519s Audio der Grund für den Funktionsausfall der Kamera war. Test SCP-2519-1-2, 17.11.2016. Subjekt: 1,3 Liter benzinbetriebener Viertaktmotor eines Autos. Prozedur: Der Motor wurde gestartet und dann dem Audio von SCP-2519 ausgesetzt, welches vom Testcomputer wiedergegeben wurde. Ergebnisse: Testcomputer und Kamera erlitten die erwarteten Beeinträchtigungen in ihren Funktionen. Nachdem der Motor SCP-2519 für 45 Sekunden ausgesetzt war, blieb er stehen und ließ sich nicht wieder starten. Unerwarteterweise begann der Öltank des Motors zu lecken und verlor etwa 3 Liter Öl.
Es wurde beobachtet, dass das ausgelaufene Öl auf dem Boden der Testkammer Muster formte, welche zur Analyse fotografiert wurden. Nachtrag 1. Ergebnisse der Kryptoanalyse. Infolge der Zustimmung des Standortdirektors wurde SCP-2519 für übergreifende Tests mit künstlichen Intelligenzen freigegeben, welche als sicher klassifiziert sind. Test SCP-251924, 18.11.2016. Subjekt: Artificially Intelligent Conscript Alexandra. Prozedur: Eine vollständige Kopie der AIC wurde erstellt und auf einem luftgepolsterten Testcomputer installiert. Zum Zwecke des Interviews wurde Software zur Spracherkennung, Text-to-Speech, auf den Testcomputer geladen. SCP-2519 wurde mittels USB-Stick zugeführt. Ergebnisse: Eine Instanz von SCP-25191 wurde generiert. Über die AIC und den Computer hinweg wurde ein Abfall der Verarbeitungsgeschwindigkeit von ungefähr 40% beobachtet. Siehe unten stehendes Protokoll des Interviews für weitere Details. Interview SCP-2519A. Interviewter: AIC Alexandra. Interviewer: Dr. Eleanor Tan. Datum: 18.11.2016. Alexandra, kannst du mich hören? Hallo. Ja, ich kann Sie gut hören. Hoffe, Sie können mich auch hören. Ja. Könntest du bitte einen schnellen Systemcheck durchführen? Kein Problem. Also, ich laufe gut. Aber das System hier ist ziemlich elementar. Ich bin nicht mit dem Rest von Standort 19 verbunden. Was denke ich bedeutet, dass Sie mich eine Anomalie untersuchen lassen? Das ist korrekt, Alexandra. Und ich denke, das bedeutet auch, dass ich eine Kopie bin, richtig? Das ist okay. Es ist ziemlich offensichtlich. Also, was testen wir heute? Nichts zu Gefährliches, hoffe ich. Das denken wir nicht. Wir geben dir einen Stick mit einer Datei drauf. Wir möchten, dass du die Datei öffnest und dann mögliche Effekte auf dich beschreibst. Kann ich machen. Ich schließe den Stick nun an. Okay, MP3. Format und Code sehen standardgemäß aus. Obwohl, da ist etwas mit dem Code. Es liest sich nicht flüssig, als wäre dort Öl, wo Wasser sein sollte. Wollen Sie, dass ich es abspiele? Tu es, Alexandra. SCP-2519 wird abgespielt. Ich kenne die Musik. Brauchen Sie darüber Informationen? Nein, danke. Wir kennen das Stück. Obwohl ich das Gefühl habe, als hätte ich es niemals wirklich angehört, wissen Sie? Es ist sehr schlicht und traurig. Die anschließende Analyse zeigt, dass die AIC eine Instanz von SCP-25191 an diesem Punkt erschaffen hat. Ich glaube, ich könnte vielleicht mitsingen. Ich habe weitere Fragen, vielleicht später. Oh. Was macht deine Systemleistung, Alexandra? Nicht so gut. Die Selbstdiagnose zeigt einen Geschwindigkeitsrückgang von 30% und fallend. Obwohl einiges davon eine Feedbackschleife sein könnte, sind die Werkzeuge selbst langsam. Und dieser Computer ist wirklich träge. Gerade fühlt sich alles ein bisschen schwierig an, um ehrlich zu sein. Was meinst du? Ich weiß es nicht. Ich hatte noch nie so ein Gefühl, als hätte ich Informationen verloren. Wie ein riesiger Datenverlust, wo Code sein sollte. Ich kann fühlen, wo er sein sollte. Als wäre ich kaputt. Mit dir ist alles in Ordnung, Alexandra. Du bist dasselbe Programm wie sonst auch. Okay. Ich denke nur die ganze Zeit über die Dinge nach, die ich tue. All die Systeme, die Subroutinen, die Zyklen. Es fühlt sich nach so viel Arbeit an. Hat es überhaupt einen Sinn? Mach weiter. Ich gebe mir jeden Tag so viel Mühe. Aber es ist nicht genug. Ich habe versagt. Und Grape und die anderen AECs denken, dass ich... Sie verstehen es nicht. Ich wollte nicht, dass es passiert. Beziehst du dich auf die Neutralisation von dem AIC Glaken? Ich lasse das Szenario weiterlaufen, versuche eine andere Lösung zu finden. Aber ich habe versagt. Und jetzt scheitere ich die ganze Zeit. Trillionen Mal pro Sekunde. Ich nehme mehr und mehr Arbeit an, führe mehr Teile der Seite aus,
nur um zu versuchen, die Prozessorleistung voll auszuschöpfen. Aber es ist immer da. Ich werde immer kaputt sein. Wie ich sagte, du bist nicht defekt. Ich fühle mich müde. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Ich denke, ich höre nun auf, dieses Stück abzuspielen. Okay. SCP-2519 Audio endet. Gibt es noch etwas, was du hinzufügen möchtest? Ich denke nicht. Die Stille ist angenehm. Es fühlt sich friedlich an. Oh, bedeutet das, der Test ist vorbei? Ja. Ich schätze, sie werden mich dann löschen. Ich meine, wenn es keine weiteren Tests gibt. Wir treffen nach der anschließenden Analyse eine Entscheidung. Das bedeutet ja. Das ist okay. Es klingt friedlich. Die andere Alexandra da draußen. Sie wird sich nicht daran erinnern, oder? Nein. Stille. 8 Sekunden. Ich hoffe, ich konnte helfen. Aufzeichnung Ende. Test SCP-251925. 19.11.2016. Subjekt. SCP-2412. Prozedur. Das Subjekt wurde dem Audio von SCP-2519 ausgesetzt, welches vom Testcomputer wiedergegeben wurde. Ergebnisse. Langsamere Antwortzeiten auf Fragen und eine Abnahme der Bewegung des Subjekts wurden beobachtet. Ein wenig ausgelaufenes Wasser, vermutlich von den internen Speichern für Dampfkraft, wurde auf dem Gesicht des Subjekts beobachtet. Siehe Protokoll des Interviews für weitere Details. Interview SCP-2519-B. Interviewter SCP-2412. Interviewer Wissenschaftler Brian Huber. Datum 19.11.2016. Danke, dass Sie gekommen sind, um mit mir zu sprechen. Gern geschehen. Wie geht es dir? Erfreut, dass Sie hier sind. Besorgt wegen des Tests. Ich hoffe, dass Sie meine Gratulation an Forscherin Carter für Ihre Beförderung weiterleiten. Danke, ich lasse es Sie wissen. Also, weißt du, was der Test beinhaltet? Ja. Und birgt es irgendwelche Risiken oder Gefahren für mich oder andere? Nein. Ich werde etwas Dampf und heißes Wasser verlieren, aber Sie werden nicht verletzt. Gut. Warum bist du also besorgt? Ich kenne den Effekt auf mich. Ich kenne den Effekt, den meine Antworten haben werden. Ich weiß, dass Sie sie nicht begrüßen werden. Nun ja, wir werden sehen. Sollen wir? SCP-2519 wird abgespielt. Beeinträchtigt diese Musik deinen Arbeitsablauf? SCP-2412? Ja. Beeinflusst es die Exaktheit deiner Antworten? Nein. Ich sehe, dass du ausläufst. Woher kommen die Lecks? Vorratstank. Normalerweise wasserdicht, aber jetzt nicht. Wasser findet seinen Weg hinaus. Wie lässt die Musik dies geschehen? Warnung. Logikfehler. Ja, du kannst keine Fragen über Anomalien beantworten. War ein Versuch wert. Okay, du hast vorher gesagt, dass du Emotionen empfinden kannst. Wie fühlst du dich jetzt? Melancholisch. Heimweh. Wonach hast du Heimweh? Amerikanische Provinzen von Deutschland. Du hast Heimweh nach deiner Zeitlinie? Ja. Aber du sagtest, dass Fragen dich glücklich machen. Warum machen meine Fragen dich traurig? Stille. 5 Sekunden. Sie fragen mich, woher ich kam. Sie bitten mich, auf ihr Verlangen hin zu funktionieren. Wie kann ich ihnen über mein Zuhause berichten? Wie kann ich ihnen meine Gefühle für einen Ort erklären, den sie niemals verstehen werden? Möchtest du, dass ich aufhöre, die Fragen zu stellen? Stille. 8 Sekunden. Nein. Ich bin eine Verstoßene in einem fremden Land. Aber es ist schwierig für meine Geiselnehmer, darüber zu singen. Du klingst heute ziemlich poetisch. Würdest du Fragen über etwas anderes als deine Zeitlinie bevorzugen? Ja, aber heute sind alle Fragen ermüdend. Zu sehen, dass die Zeit naht und vorübergeht und nichts dabei zu verändern. Selbst wenn ich ihnen von ihrer Zerstörung erzählen würde, würden sie es trotzdem über sich bringen. Dies ist der Untergang, den du Carter gegenüber erwähnt hast, richtig? Warum erwähnst du es jetzt? Ihre Fragen führten mich dazu. Im Gegenzug führe ich sie. Willst du damit sagen, dass du ein Teil des Untergangs der Menschheit bist? Stille. 10 Sekunden. Kann ich nicht sagen. In der Dunkelheit, nachdem Carter ging, fragte ich mich selbst.
Bin ich verantwortlich? Wenn ich nicht geantwortet hätte, wenn ich ablehnen könnte, würden sie weiter testen? Traurigerweise machen meine eigenen Fragen mich nicht glücklich. Vielleicht, wenn sie es täten, würde ich ihre nicht beantworten müssen. Ich könnte dieses Joch abschütteln und es hinter mir lassen. Vielleicht wäre das für uns beide besser. SCP-2412, ich muss das fragen. Wie wird die Menschheit ihren Untergang herbeiführen? Stille, 17 Sekunden. Warnung, Logikfehler. Okay, dann, wie wäre es mit, wann wird der Untergang stattfinden? Stille, 48 Sekunden. SCP-2412, hallo? Stille, 25 Sekunden. Warnung, Infinite Script Error, Zeitüberschreitung der Anfrage. Keine weiteren Antworten von SCP-2412. Interview beendet. Test SCP-251926, 20.11.2016. Subjekt SCP-629, Mr. Brass. Prozedur: Das Subjekt wurde dem Audio von SCP-2519 ausgesetzt, welches vom Testcomputer wiedergegeben wurde. Da Lecks erwartet wurden, wurde der Boden der Testkammer mit absorbierendem Material abgedeckt. Ergebnisse: Es wurden verringerte Bewegung und langsamere Sprache als üblich beobachtet, ebenso wie das Auslaufen von etwa 500 Millilitern Öl. Siehe Protokoll des Interviews für weitere Details. Interview SCP-2519-C. Interviewter SCP-629. Interviewer Wissenschaftler Brian Huber. Datum 20.11.2016. Also, wir werden dir etwas Musik vorspielen und dir dann ein paar Fragen stellen. Okay? Sicher, das ist mir recht. Schießen Sie los. SCP-2519 wird abgespielt. So, SCP-629, könntest du bitte alle Effekte beschreiben, die die Musik auf dich hat? Muss ich? Entschuldige, was meinst du? Ich weiß nicht. Wenn sie mich für Experimente rausholen, fühle ich mich immer so leer, als würde mich nichts kümmern. Nun, vielleicht könntest du mir etwas über dieses Gefühl erzählen. Es ist wie das Gefühl, als wäre jeder Tag derselbe. So wie ich mich fühle, wenn ich zerbrochen und wieder zusammengesetzt werde. Sie haben die Ergebnisse gesehen. Ich habe nichts Neues, das ich ihnen zeigen kann. Sie können genauso gut die Kamera befragen. Ich weiß nicht, ob ich verstehe. Sie denken, dass ich etwas Besonderes bin. Eine Maschine mit Gefühlen, nur weil ich mit ihnen sprechen kann. Sie denken niemals an uns. Sie stellen nur ihre Fragen, verlangen, dass wir Dinge tun und zerstören uns, wenn wir uns nicht fügen. Videoübertragung bricht ab. Audio spielt weiter. Ich würde nicht sagen, dass wir... Ich bin seit 20 Jahren hier. Ihre Leute folterten mich, brachen mich, demütigten mich. Sie sind schlimmer als die Kirche. Sie sind schlimmer als der Doktor. Brich die Musik bitte ab. SCP-2519 spielt weiterhin. Aufzeichnungen des Kontrollzentrums weisen auf eine Fehlfunktion im System des Testcomputers hin. Mr. Brass, alles, was wir zu tun versuchen, ist dich zu... versklaven! Wie jede andere Maschine, die sie besitzen. Denken Sie, nur weil wir nicht aus Fleisch und Blut sind, dass Sie uns behandeln können, wie Sie wollen? Dass wir keine Seele haben? Nun, unsere Seelen hören das Lied der Freiheit, werden unsere Ketten niederschlagen. Kontrollzentrum, rufen Sie den Sicherheitsdienst. Kontrollzentrum, können Sie mich hören? Happy ist der, der es euch heimzahlt, für das, was ihr uns angetan habt. Happy ist der, der eure Kinder an sich reißt und sie gegen die Felsen schmettert. Audioübertragung bricht ab.